Vorhang auf für Julius Brink und Jonas Reckermann. Die Olympiasieger im Beachvolleyball. Ein historisches Gold. Zum ersten Mal überhaupt gewinnt ein Duo aus Europa in dieser Sportart. Und das nach einem dramatischen Spiel. 14:11 führten die Deutschen im entscheidenden dritten Satz. Doch die Brasilianer Alison Emanuel glichen aus und hatten Aufschlag. Für mich war es dann einfach, weil die Brasilianer so blöd waren und dann wieder auf Jonas aufgeschlagen haben. Und er hatte dann den Druck, aber das hat er natürlich sensationell gemacht. Und war dann froh, als das Ding auf dem Boden war. Und als dann der Emanuel den letzten Ball auch noch ins Ausgeschlagen hat, dann brachen natürlich erstmal alle Dämme. Fit auf den Punkt. 3 Jahre liefen alle Planungen auf London hinaus. Sie wollten eine Medaille mit aller Macht. Jetzt ist es Gold, ein Triumph im Sand. Wir wussten auch vor den Olympischen Spielen, dass wir hier jedes Team der Welt schlagen können. Wir haben das ja gegen die Brasilianer auch schon mal geschafft. Und auch das letzte Zusammentreffen in Moskau beim Grand Slam, im Halbfinale haben wir 14:11 geführt und das Ding dann 16:14 oder 17:15 verloren. Da ist genau das eingetreten, was sich gestern dann keiner gewünscht hat. Aber auch aus dieser knappen und bitteren Niederlage zieht man dann natürlich, dass man die Möglichkeiten hat, das beste Team der Welt auch zu schlagen. Das sind dann ja wirklich nur noch Nuancen, die dann ausschlaggebend sind. Nach ihrem WM-Titel 2009 und zweimal EM-Gold gehören Brink-Reckermann jetzt endgültig zu den ganz Großen des Beachvolleyballsports. Am liebsten hätten sie die ganze Nacht durchgefeiert. Wir wollten, aber wir konnten nicht wegen der Sperrstunde. Das gibt's nicht zu lachen, das war wirklich so. Wir waren im Club und dann, der hat, glaube ich, dicht gemacht um 3. Und dann wollten wir eigentlich noch weiter und es war echt traurig. Es waren so viele andere noch da, viele, die aus dem deutschen Hausathleten, die da waren, sind auch noch dazugekommen. Die Hallenvolleyballer, Ole Bischof, ein paar Kanuten. Und wir wollten eigentlich alle noch irgendwo feiern, aber wir kamen in keinen Club rein. Die haben alle dicht gemacht oder der eine, der offen hatte, da wollten wir uns nicht reinlassen mit 30 Mann. Und dann sind wir nach Hause gegangen. In den nächsten Wochen bleibt noch viel Zeit zu feiern. Dann wollen sie auch darüber nachdenken, ob sie bis zu den Spielen 2016 in Rio weitermachen.